Guten Morgen, heute ist unser dritter Tag. Ja, Wolken sind ein bisschen am Himmel. Die Nacht war ein bisschen frisch, aber nicht kalt. Alles gut soweit. Wir haben uns ganz gut eingelebt auf unserem Boot. Schauen wir mal, was wir heute machen. Jetzt werden wir erstmal einen schönen Kaffee kochen, frühstücken und dann gehen wir mal in die Planung rein. Klein, aber fein, also nicht das Frühstück, aber auf kleinem Raum was Großes gezaubert. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Frühstück lecker. Klasse. Und die Sonne kommt raus, also perfekt. Super. Jetzt werden wir in Ruhe ein bisschen frühstücken und dann gehen wir in die Tagesplanung. Sieht jetzt so aus, als würde ich nie beim Spülen helfen. Das stimmt aber nicht. Wir haben ins Wetter geschaut. Noch sieht super aus. Für heute Nacht ist auf jeden Fall ein Regenschauer angekündigt. Vielleicht ab 17 Uhr oder 18 Uhr zieht es sich zu mit den Wolken. Wir werden heute mit einigen Windböen rechnen müssen. Circa mit 30 km/h, das ist so Windstärke 5. Einen Grundwind haben wir allerdings nur von 12 bis 14 km/h. Das ist so Windstärke 2 bis 3. Das heißt, wir werden erstmal unter voller Besegelung rausfahren und dann schauen wir mal, ob wir reffen müssen. Ja, wir denken, es wird ein toller Segeltag. Und dann lassen wir uns mal überraschen, wo uns der Wind heute hinfahren lässt. Ja, jetzt sind wir draußen auf dem Bodensee und es passiert nichts. Der versprochene Wind ist überhaupt nicht da. Wir treiben mehr oder weniger hier auf dem Wasser nur rum. Und wenn ihr euch jetzt gleich mal die Windex anschaut, werdet ihr sehen, dass hier nichts passiert. Eine Windex, die sich im Kreis dreht, das ist kein gutes Windzeichen.
Naja, wir harren mal der Dinge. Es ist bullenheiß, wenn kein Wind ist. Also von daher kann es auch sein, dass wir noch ein Alternativprogramm starten und vielleicht zur Abkühlung in irgendeinen Biergarten mal fahren. Uns blieb dann leider nichts anderes übrig, als doch den Motor zu schmeißen und somit in den Hafen wieder zurückzufahren. Hier sieht man die Hafeneinfahrt. An Sommertagen in der Hochsaison ist das hier nicht so ruhig, sondern hier ist richtige Rush-Hour, rein und raus wollen dann die Boote. Da muss man schon aufpassen. Ja, wir nehmen euch nochmal mit auf eine kleine Hafentour, dass ihr das Ganze auch mal vom Wasser aus sehen könnt. Hier rechts sieht man die Bootsschule Schattmeier mit dem Hotel und den ganzen Booten, die zur Schulung angeboten werden. Ernst haben wir noch nie in Action gesehen. Keine Ahnung, was das Boot kann und macht. Hier rechts geht es zur Tankstelle und zum Aus- und Einkran. Hier wieder einer dieser Dickschiffe mit 48 Fuß. Hier rein, gell? Ja, und hier geht es rechts rein zu unserem Steg. Das ist vom Wasser aus gar nicht so einfach, sich da immer gut zu orientieren. Aber hier vorne seht ihr schon rechts diesen orangenen Ball. Das war für uns immer das Zeichen. Hier rechts ist unsere Box. Das Anlegen hat super geklappt und wir hatten trotz des wenigen Windes einen super schönen Tag. Es ist Essenzeit. Jetzt haben wir die große Wahl, was wir kochen. Und da sind wir sehr kreativ. Hier an Bord haben wir alle Möglichkeiten wie auf einem Traumschiff. Ravioli oder Erbseneintopf. Und was essen wir heute Abend? Ravioli. Juhu, Ravioli! Na, weil das sieht leckerer aus. Kalte Ravioli, immer wieder ein Traum. Ihr kennt doch das vom Averna. Der muss ja auch öfters über den Äquator gefahren werden. Genauso haben wir das mit den Ravioli über den Bodensee gemacht. Das heißt, die Ravioli waren schon mehrfach in der Schweiz und in Österreich. Deswegen haben die eine ganz besondere Note. Einfach schmecken kann. Lecker hat's geschmeckt. Ravioli Classico. Mund ist noch dreckig. Das liebe ich.